Wie unschwer zu erkennen ist, sind wir heute im Bereich der Medien unterwegs. Und wir unterhalten uns gleich über die vielfältigsten Themen, unter anderem darüber, wie das Vertrauensverhältnis in die Medien in Krisenzeiten ist. Und nach dem kurzen Intro geht's los. Wir sind jetzt bei Radio Bremen und mir gegenüber sitzt die Intendantin, Frau Dr. Yvette Gerner. Und wir freuen uns sehr, dass wir bei Ihnen sein können. Hallo Herr Flügel, herzlich willkommen. Jetzt sind Sie ja in Bremen noch gar nicht so lange angekommen. Wie lebt es sich hier bisher? Och, ich kann nicht klagen. Es lebt sich wirklich sehr, sehr angenehm. Also gerade jetzt im Sommer genieße ich das sehr, unterwegs zu sein. Vor Corona war ich total oft in Ausstellungen und habe die Kulturszene hier so langsam für mich entdeckt und sehr zu schätzen gelernt und freue mich darauf, das weiterzuführen. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass in den letzten 10, 12 Wochen als Intendantin die Aufgabenstellung dann doch eine ziemlich andere geworden ist und dass da viele Herausforderungen auch bei gewesen sind. Erzählen Sie uns mal, was ist in den letzten 3 Monaten passiert und was war das, was Sie da getan haben? Ja, also die letzten 3 Monate waren sicher wieder eine besondere Herausforderung. Ich glaube, der Job ist einfach immer spannend, weil es auch total abwechslungsreich ist. In den letzten 3 Monaten war ich unterwegs als oberste Krisenmanagerin und Leiterin des Krisenstabs von Radio Bremen. Jetzt wandelt sich das wieder ein bisschen hin zum Strategischen. Wir beschäftigen uns gerade damit, wie wir uns für die nächsten 4 Jahre aufstellen und wir diskutieren das gerade im Leitungsteam und wer weiß, was in Zukunft wiederkommt, wenn ich auf die ARD-Intendantinnenrunde treffe, dann bin ich eine von 9, kämpfe für die Finanzierung von Radio Bremen oder in der Gemeinschaft für eine neue Kulturplattform, die wir in Mitteldeutschland dann an den Start bringen werden, aber für alle, auch für die Menschen hier in Bremen. Mhm. Jetzt ist ja in den letzten 3 Monaten auch eine Vertrauenskrise in den Medien entstanden, auch wenn viele natürlich sagen, okay, ich fühle mich gut abgeholt, ich glaube dem, was da berichtet wird, aber es gibt eine große Schere, ja, wo einige doch sagen, okay, ich empfinde bestimmte Zahlen nicht als richtig interpretiert, bestimmte Perspektiven nicht eingenommen oder den einen oder anderen Experten nicht richtig gehört. Wie sehen Sie das? Woran liegt das, dass hier jetzt das Vertrauen in letzter Zeit trotzdem hier und da gelitten hat? Also ich weiß gar nicht, ob es in letzter Zeit gelitten hat. Also meine These wäre die Gegenthese zu Ihren. In den letzten Monaten haben wir eigentlich an Vertrauen dazugewonnen. Jedenfalls erlebe ich das so im Miteinander, im Austausch mit den Menschen. Aber es gibt natürlich generell so was wie eine Vertrauenskrise, die durch die Vielzahl von medialer Beeinflussung auch entsteht und auch nur die aus einer Verunsicherung auch herrührt. Aber immerhin, alle Umfragen sagen, 2/3 der Menschen haben noch ein hohes Vertrauen, gerade in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das bestärkt uns auch. Die Quoten, Blick auf die Quote von Buten und Binnen jeden Abend bestärkt mich auch, dass es da noch ein hohes Vertrauen gibt. Aber dennoch möchte ich natürlich, dass wir auch das restliche Drittel erreichen, dass wir dann Grundvertrauen entgegengebracht kriegen. Dafür müssen wir an der Pluralität unserer Darstellungen und der Meinungen, die wir einbringen, ins Programm arbeiten. Wir brauchen eine offene Fehlerkultur und wir müssen einfach immer schauen, was brauchen die Menschen an Informationen, welchen Service müssen wir liefern und uns selbstkritisch reflektieren, ob wir den Job richtig gut machen. Aber ich glaube im Wesentlichen, gerade in den letzten Monaten, haben wir das unter Beweis gestellt. Da bin ich sehr zuversichtlich und auch stolz auf die Kolleginnen hier. Mhm. Jetzt habe ich mal geschaut, was die Positionen vorher bei Ihnen persönlich gewesen sind, beruflich, und sehe da tolle Positionen, die Sie schon bekleidet haben. Und die logische Konsequenz ist tatsächlich, hier jetzt eine Intendantin von der Radio Bremen sein zu können, finde ich klasse. Jetzt möchte ich aber mal das Thema ansprechen, Frauen in Führungspositionen, weil das ist ein großes, wichtiges Thema. Aber es gibt eben auch das Wort Quote. Und wenn man natürlich über die Quote spricht, dann kommt dieses Vorurteil natürlich dann auch zum Vorschein, wo es heißt, ja, aber vielleicht ist die Person oder die Dame dann nur in die Position gekommen wegen der Quote. Bei Ihnen steht das völlig außer Frage, ist das auf keinen Fall so. Aber wie sehen Sie das? Ist das eine Problematik für die Frauen auch, die sich vielleicht wirklich ganz nach oben gekämpft haben, sage ich mal, und auf einmal ist dann ein Kontrast dazu durch eine Quote? Wie ist das? Also erstens glaube ich, dass es
dass es genauso viele Frauen in Führungspositionen braucht wie Männer. Ja, das ist einfach ein normaler Punkt von Repräsentation und von Gleichberechtigung. Und es tut auch gut. Also ich glaube, es hat einen wirklichen Mehrwert für die gesamte Gesellschaft. Insofern ist das Ziel vollkommen logisch und richtig. Ich treffe auch in Bremen auf ganz viele tolle Frauen, auch als Unternehmerinnen und schätze den Austausch. Ich empfinde den Mehrwert schon sehr deutlich. Es gibt Bereiche, in denen es für Frauen ganz schwierig ist, an die Spitze zu kommen oder schwieriger als für Männer. Vielleicht braucht es dann, wenn das nicht auf natürlichem Wege geht, eine Quote. Ich finde, Quote und Qualität ergänzen einander dann und schließen sich nicht aus. Ja? Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass ab und zu eine Quote was Sinnvolles ist. Mhm. Wir springen ganz heftig in den Themen, weil wir haben mehrere Dinge, über die wir sprechen wollen, und wir wollen es auch nicht zu lang werden lassen. Ich empfinde Radio Bremen gerade auch in der letzten Zeit, vorher auch, aber besonders in den letzten 3 Monaten als innovativ, als Leuchtturm auch, wie mit dieser Situation umgegangen wird. Erzählen Sie doch mal darüber, wie ist der Anspruch von Ihnen und der ganzen Anstalt, was das Thema Innovation angeht, und inwiefern spielt es auch eine Rolle, dass Sie so klein sind im Verhältnis zu dem ganzen Flächenland? Okay. Ja, also Innovation ist tatsächlich der USP von Radio Bremen schon immer gewesen. Ja, und wir leben das heute und werden uns auch in der Zukunft hoffentlich leben. Nur ein paar Beispiele, also ohne auf den Beatclub rekurrieren zu müssen, aus der jüngsten Zeit: Bremen Next, unsere jüngste Welle, ist auch die jüngste Welle in der ARD. Divers aufgestellt, total erfolgreich. Darauf sind wir stolz. Wir haben die Meinungsmelder an den Start gebracht. Wir haben 2 sehr erfolgreiche Funkformate. Und in der Corona-Pandemie, wenn alle irgendwie total mit Krisenmanagement beschäftigt sind, erfindet hier Radio Bremen auch noch gleich ein neues Format, nämlich die Corona-Geschichten, wo wir die Perspektive wechseln und fragen unsere Hörer, unsere Nutzerinnen, unsere Seherinnen, erzählt uns, wie es euch in der Krise geht, und dann vernetzen wir das hier im Land. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsprojekte zurzeit, und mein zweites Lieblingsprojekt, auf das ich mich schon total freue und Sie hoffentlich auch, ist der Tatort für die Mediathek, den wir im Herbst hoffentlich drehen können. Das wird cool, der erste Tatort, der digital aufgestellt ist und für so eine Plattform gemacht ist. Auch da haben wir die Nase vorne weg. Da ist Radio Bremen klein, aber gerade deswegen, oho, vielleicht einfach, weil wir eine Idee haben, die sofort durchsetzen können. Also da ist die Größe tatsächlich von Vorteil. Wir müssen da nicht mehrere Hierarchieebenen durchdringen. Das können wir auf dem Gang auch mal entscheiden, wenn es schnell gehen muss. Nicht immer so einfach, aber insofern, ich glaube, Radio Bremen immer neugierig, in dem Spirit werden wir weiter unterwegs sein. Mhm. Jetzt haben wir ja in der nächsten Zeit trotzdem noch eine besondere Herausforderung, besser gesagt Sie. 75 Jahre, das Jubiläum. Und jetzt wird das sicherlich nicht so stattfinden können, wie Sie sich das ursprünglich gedacht haben. Was gibt es in 2020 dafür eine Lösung? Ja, also wir hatten es nicht so besonders riesig geplant, aber natürlich werden wir uns jetzt entsprechend anpassen müssen. Eines der Highlights, das auf jeden Fall stattfinden wird, ist die Ausstellung im Focke-Museum, die zurückblickt, aber auch natürlich den Blick immer nach vorne auch wagt, weil eigentlich geht es um die Zukunft von Radio Bremen. Was leisten wir weiteres? Aber es gibt sicher ein paar auch schöne Reminiszenzen und Erinnerungen für alle Menschen, die mit Radio Bremen groß geworden sind. Meine Lieblingsidee sind 75 Torten, weil wir mit den Menschen feiern wollen, für die wir Programm machen und die uns den Auftrag geben, für sie zu arbeiten. Und da wollen wir zu 75 kleineren Gruppen gehen mit einer Torte im Gepäck und bei Kaffee und Torte dann einfach über Radio Bremen, über das Leben sprechen und schnacken und uns zusammen feiern. Also darauf freue ich mich, und ich hoffe, dass wir dafür auch eine Methode finden, einen Weg finden, der Corona-tauglich ist. Und zum Abschluss dann der Blick in die Zukunft oder auch die Potenziale, die vielleicht jetzt da sind, auch nach der Krise. Natürlich, wir bleiben einige Zeit in der Krise, weil es ist jetzt nun mal eine Wirtschaftskrise geworden. Ja? Aber vielleicht haben Sie noch etwas Inspirierendes, was den Leuten Mut macht und wo Sie auch nach vorne blicken, was Sie den Menschen da draußen mitgeben können. Was könnte das sein? Also mir macht auf jeden Fall Mut, dass ich gelesen habe, dass im Chinesischen das Wort Krise aus 2 Worten, also 2 Schriftzeichen besteht. Das eine Schriftzeichen heißt für sich alleine Gefahr
und das zweite Schriftzeichen Chance. Und in diesem Spannungsfeld, glaube ich, kann man sich ganz gut bewegen. Und natürlich blicke ich so ein bisschen auf die Chancen, die sich aus der Zeit auch ergeben und den Innovationsschub, den wir mitnehmen für die Zeit nach Corona und Mut macht, dass es doch alle Leute, dass alle Menschen doch mitmachen und dass die Kolleginnen hier motiviert mitmachen und dass ich auch den Eindruck habe, dass man auch ganz gut zusammenhält, auch hier im Land Bremen. Sehr schön. Frau Gerner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Flöhn.